Hallo und guten Morgen. Wir sind schon losgefahren, machen ja mal Zwischenstopp kurz beim Supermarkt und so. Micky ist dabei und wir fahren zum Turnier. Bis gleich. Nach Schülp-Rendsburg, nur mit Micky. Voll ungewohnt, nur mit einem Pferd. Weil sonst fahre ich ja mal mit zwei. Ich denke halt immer, dass sich das dann mehr lohnt und so. Aber mit einem ist halt auch echt schön und stressfrei, hoffentlich. Jetzt warte ich noch auf meine Begleitung. Larissa kauft gerade noch Kekse. Auch wichtig. Und dann geht's los. Dann habe ich hier Micky vorbereitet, also einmal gebürstet. Der war nämlich wieder richtig staubig, durch die Fahrt vielleicht, durchs Heunetz oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich ihn aufgesattelt, Gamaschen ran, Vorderzeug, Startnummern, Trense, einmal volles Programm. Und den Parcours bin ich schon abgegangen. Es war ein 1-Sterne-A-Spring, Fehlerzeit. Und der sah auch richtig gut aus. Also die Sprünge waren auch nicht hoch und auch ganz gute Wege, so ein paar gebogene Distanzen irgendwie, das sehen wir ja gleich. Ich habe einmal alles fertig vorbereitet und bin hier die Gamaschen, die habe ich nicht geputzt, die habe ich sonst immer geputzt, aber die wurden halt immer, besonders bei dem Turnier, richtig schnell matschig und dreckig. Jetzt war es aber nicht regnerisch an dem Tag zum Glück. Naja, und dann bin ich ihn warm geritten und warm gesprungen. Ich war mit ihm wieder eine Zeit lang nicht unterwegs, deswegen geht es jetzt weiter mit Turnierreiten. Das ist auch gut für uns beide, glaube ich. Besonders auch für mich. Das habe ich auch gemerkt, ich bin da auch immer richtig dumm geritten und muss das dann manchmal erstmal einmal deutlich merken, dass ich das anders machen muss. Ich habe ihm hier nochmal ein paar Sprünge gezeigt, besonders auch Sprung 1. Der war aber eigentlich ganz entspannt. Ich glaube, es liegt jetzt auch an mir und unserem Zusammenspiel, dass wir so ein bisschen oder wir so ein bisschen wuschig aussehen. Das Grüßen war auch hässlich, aber egal. Ich habe versucht, dann wieder Ruhe reinzubringen und loszureiten. Und dann hier erstmal zu Sprung 1. Und ich habe jetzt die ersten 1, 2, 3, 4 Sprünge ganz, ganz doll gebremst. Also ist noch okay. Ich finde, der springt, also hat sich echt gemacht, was das Springen angeht, wenn ich ihn dann auch springen lasse. Und ja, hier galoppiere ich einfach nicht, hier halte ich, hier reite ich ihn so wie Bonja, weil mit der geht es ja manchmal ganz gut. Aber Micky muss ich unbedingt viel mehr vorwärts reiten und ja, auch losspringen lassen. Ich weiß nicht genau, was. Hier habe ich schon gemerkt, irgendwas mache ich hier falsch. Und hier wollte ich noch einen Galoppsprung mehr machen, total hohl einfach. Da bleibt er natürlich stehen. Ja, deswegen wurde der Sprung wieder aufgebaut und ich dachte mir so, Mensch, Janina, jetzt galoppiere doch einfach mal. Deswegen habe ich versucht, ein bisschen mehr zu treiben. Hier habe ich geguckt oder gehofft, dass er nicht nochmal stehen bleibt, weil dann wäre man ja ausgeschieden. Aber ging dann alles und ja, jetzt so der Sprung. Ich dachte, an dem wird es vielleicht schwer, weil der so einzeln auf langer Linie steht und das eigentlich so eine Fehlerquelle für uns in Vergangenheit war, aber ging alles. Und jetzt hier in die Kombination auch so ein bisschen halbgroß rein, also da fehlt mir und ihm, uns fehlten da so, ja, fehlte die Feinabstimmung einfach. Es musste sich erstmal wieder so ein bisschen einrenken, dass ich mich auch wirklich traue, vorwärts zu reiten. Ich weiß gar nicht genau, manchmal habe ich da anscheinend so eine komische Blockade. Hier den Rest finde ich aber gut. Mit 6 Galoppsprüngen komme ich hier durch so eine gebogene Distanz und jetzt ist hier so eine ganz komische Wendung,
wo ich dachte am Anfang beim Abgehen so, keine Ahnung, aber ja, da reiten wir einfach hin und dann erste Distanz und klappt alles. Ganz feiner ist er. Gotta bring the best in who we are. Without the struggle, we won't get far. Yeah, without the struggle, we won't get far. Let's live for the moment before the moment's gone. Weiter geht's. Jetzt kommt das 2-Sterne-A, Fehler-Zeitspringen, also alles ein bisschen schwerer. Das habe ich auch beim Parcours-Abgehen gedacht, aber ich dachte, wir probieren das mal. Hier habe ich ihm nochmal den Wassergraben gezeigt, aber das ist normalerweise gar kein Problem. Und ja, als Ziel hatte ich dann, dass ich nicht so viel bremse und einfach mal galoppiere und dann kann es meinetwegen auch mal dichter werden oder sonst was. Hauptsache erstmal, dass ich ja, dieses Bremsen rausbekomme. Deswegen scheppern wir hier auch erstmal so halb groß über Sprung 1. Jetzt kommt hier wieder der Ochser von eben und da überkompensiere ich auch noch ein bisschen, aber immer noch besser als stehen zu bleiben. Jetzt hier einmal eine Distanz mit so einem Ochser-Einsprung, war aber alles gar kein Problem. Und da hat Micky schon ein bisschen Autopilot eingeschaltet. Jetzt komme ich hier auch so, da dachte ich, ich warte noch, aber dann dachte ich, okay, wir springen einfach mal los. Und ja, jetzt übernimmt er so ein bisschen hier die Führung, es wird ganz schön schnell, aber dafür springt er trotzdem noch vorsichtig und rennt nicht so durch wie früher. Und ich glaube, schnell sein kann er, aber da muss ich erstmal hinterherkommen. Guck mal, wie ich da oben drauf sitze. Dann hier Kombination. Da muss ich ihn mir einmal hier zurückholen, dass ich ein bisschen gerade auch über den nächsten Sprung komme. Hat aber nichts genützt. Den nehmen wir mit der Hinterhand mit, aber alles gar nicht schlimm. Und dann hier noch zum letzten Sprung und rüber. Leute, sieht ein bisschen wild aus, hat sich ein bisschen wild angefühlt, aber ich glaube, wenn wir weitermachen und ich so ein bisschen seinen Autopilot-Modus mitnehme, aber trotzdem noch ein bisschen besser darum drauf reite, dass das so richtig leicht werden kann da oben drauf. Aber wir müssen noch ganz, ganz, ganz viel üben. Macht aber Spaß und ja, er ist einfach der Beste. Let's live for the moment, before the moment's gone. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Die Hunde waren übrigens auch mit dabei. Und ich muss sagen, ich war ja ein bisschen skeptisch, ob ich nur mit einem Pferd losfahren will, von wegen, ob es sich das lohnt und so weiter. Aber es war richtig schön, richtig stressfrei irgendwie, auch nicht mit zwei Pferden in einem springen oder so. Und jetzt ist es einfach 13 Uhr und ich bin schon wieder zu Hause. Richtig geil. Und als Fazit, ich habe es ja bestimmt schon vertont, also wir müssen noch viel üben. Aber das kriegen wir hin, denke ich. Bisschen galoppieren und so Feinabstimmung und... Für mich ist das ganz gut, wenn ich immer so auf die Schnauze falle oder er dann stehen bleibt, wenn ich da blöd hinreite. Bei Bonja, habe ich ja wahrscheinlich schon gesagt, dass ich bei Bonja immer ein bisschen, das ist nicht so schlimm, wenn ich mal so knüppeldich komme, die steigt dann da so rüber. Aber wenn Micky dann, ja, dann stehen bleibt quasi, dass ich das dann auch mal merke oder auch was merke und das dann besser handhabe und auch merke, dass ich dann blöd geritten bin und einfach mehr Fluss brauche, mehr Galopp und so. Und dann kriegen wir das hin. Ich glaube, ich nenne einfach in Zukunft immer mal wieder ein bisschen was mit ihm. Jetzt war es das erstmal. Jetzt habe ich hier noch ein Käsebrötchen. Ich kümmere mich jetzt noch um Bonja und lasse Micky gleich ein bisschen grasen und so. Oder vielleicht können die auch auf die Weide. Ich schaue gleich mal, wie es hier so aussieht.
Und dann war es das schon wieder. Und dann schön, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.